Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Wollen wir erstmal Stadtgericht das Ergebnis unserer Agentenaktivität? Oh ja. Streikbrecher. Die Fähigkeiten ihrer wunderbaren Untergebenen etwas überschätzt. Aber schade, denn er hat es fast hinbekommen. Beauvoir beging Selbstmord. Oh. Nach unseren Informationen geht die Kriminalpolizei sicher von Selbstmord aus und er hat sich wirklich selbst das Leben genommen. Es scheint, als hätte jemand es zu weit getrieben, Genosse River. Vergessen Sie die Sache, aber hoffen Sie nicht darauf, dass wir sie vergessen. Der Agent stellte einige Leute an, die René Beauvoir zum Siedepunkt bringen sollten und plante, seine Reaktion zu beobachten. Übrigens endete alles nicht so, wie sie erwartet hatten. Der Jenepenser reagierte ganz schlaff und achtete am Ende überhaupt nicht mehr auf das Theater, das sie ihm vorspielten. Es scheint, sie haben sich irgendwo verrechnet. Zum Beispiel... Nö? Okay. Okay. Beauvoir hat sich... Ist es der zweite Selbstmord? Ja. Ja. Bleibt noch die Miliz. Mhm. Chester. Die Chesters waren wie die Metastasen eines Geschwürs in die lebenswichtigen Organe von Eisen 1 eingedrungen. Polizei, Fabrik, Zeitung. Wahrscheinlich meinen sie, dass sie diese Stadt beherrschen. Dem ist nicht so. Ich beherrsche die Stadt. Und sehr schnell werden die Chesters das einsehen müssen. Jetzt ist mir, dank Jack Reed, klar, wohin ich sehen muss. Spreche da ich als Francis? Also, wahrscheinlich. Ja? Ich weiß nicht, wer sonst? Ja, wer sonst? Okay, das ist interessant. Das ist auch mal eine andere Tonalität hier in dem Spiel. Ja, er fängt jetzt an, potenzielle Gegner loswerden zu wollen. Also okay. Nicht nur, dass der Ton persönlicher geworden ist, ja, sondern er nimmt es auch persönlicher. Ja, immerhin sind wir schon eine Woche da. Das stimmt. Und ich glaube, Edelhack hat gesagt, boah, wir sind heute richtig durchgerast. Wir sind schon an Tag 2. Ja. Ich finde das auch sehr überraschend. Und irgendwie möchte ich mich gerade auch nicht so richtig am Privatfeldzug unseres eigenen Protagonisten beteiligen. Mir ist aber klar, dass ich da jetzt nicht drum rumkomme. Ja, drei Optionen. Alles Geniale ist einfach. Lasst uns die Mitglieder dieser edlen Familie beschatten. Zweitens, wahrscheinlich habe ich nicht nur die Chesters satt. Wir sollten diejenigen finden, die etwas über sie erzählen können. Offenbar hat sich jemand der Illusion hingegeben, unverwundbar zu sein. Diese Illusion muss genommen werden, Jack Chester verprügeln. Puh. Können wir nicht erstmal mehr über die Familie herausfinden? Also schlussendlich sind wir ja immer noch neu in der Stadt und haben eigentlich keine Ahnung, wer da mit wem wie zusammenhängt. Dann sind wir bei diesem Familiendilemma, was wir relativ am Anfang des Abends hatten. Wir gehen irgendwie davon aus, dass das eine Familienidentität ist, eine Mafia, eine mafiöse Struktur oder Krebsgeschwür oder so, wie es hier beschrieben hat. Aber wir wissen das ja noch gar nicht. Also ich würde gerne erstmal mehr über diese Familie wissen, wie die so miteinander und mit wem die so sind. Ich bin eher für Option 2. Wir sind so oft mit so einem etwas direkten, beschattenden Ansatz auf die Fresse gefallen. Und 2 ist der wirklich vorsichtige, dass wir Informationen aus dem Umfeld ziehen. Weil genau, diese ich Leute. Bin auch bei 2. Ja? Okay. Mhm. Ich bin so froh, dass du das sagst. Wen schicken wir da hin? Wie sieht denn das aus? Ist das nicht eine Freundin von Sarah Chester, die ganz unten? Ist sie nicht empfohlen worden von ihr oder von wem war das denn? Halbschwester von Jean Kippler. Ja, genau so war das. Leiterin des Komitees für Lebensunterhalt. Kommunikative und ältere, angenehme ältere Dame, die kennt die Leute da schon lange.
Ja, genau. Das ist ein gut. Finde ich super. Finde ich richtig super. Mal ein bisschen was und am Ende kann sie immer noch sagen, ich will wieder mal eine Geschichte schreiben. Weil sie ja bekannt ist für ihre Kolumnen und Interviews. Stimmt, das stimmt. Und bei so einer wichtigen Familie in der Stadt ist das ja durchaus wahrscheinlich. Ich bin da sehr, sehr für. Das ist eine schön. Sehr gute Idee. Fühlt sich gut an zum ersten Mal so richtig. Ja, wir haben viele Entscheidungen treffen müssen, die sich nicht gut angefühlt haben. Ja. So, haben wir noch einen Stapel hier. Es wird auch immer mehr, oder? Nö. Das sind... Okay, 5. Gut. Fangen wir an. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse, Leiter des Stadtkomitees. Ich verstehe, dass unsere Gemeinschaft wegen der Interesse der Werktätigen besteht, aber es muss doch auch irgendwelche Grenzen geben. Gestern haben unsere ruhmreichen Arbeiter bis spät in die Nacht direkt unter meinem Fenster Lärm gemacht. Und am Morgen haben wir festgestellt, dass der ganze Hof verschmutzt und vermüllt ist. Die ganze Hausgemeinschaft hat ihn aufgeräumt und gesäubert. Kundgebungen als Ausdruck der Meinung sind ausgezeichnet, aber nur solange die Demonstranten nicht beginnen, alle anderen zu stören. Bitte kümmern Sie sich darum, keine Ahnung, schicken Sie irgendeine Kommission hier. Hier ist die Adresse, Allee der Revolution, Haus 7. Hochachtungsvoll, okay. Genosse Holger Hase. Soll die Municipalität die Straßenreiniger gleich nach der Kundgebung schicken? -1000. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Straßenreinigung zu den Aufgaben des Stadtkomitees gehört. Soll er an jemanden anders schreiben? Okay, also erstens finde ich es immer noch irritierend. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass es um die Demonstration geht. Ja. Also, es war ihm also zu laut und es war ihm nach der Demonstration auch irgendwie zu dreckig, sagt der Genosse Hase. Was haben die denn auf ihre Demonstration gemacht, dass es da so dreckig ist und dass es bis mitten in der Nacht ging? Also, es scheint mir sehr fadenscheinig. An dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, der Punkt einer Demonstration ist es, andere zu stören. Wie? Also vom Prinzip hast du ja recht. Also so grundsätzlich. Aber wir leben hier ja in so einem kommunistischen System. Proteste sind eigentlich nicht vorgesehen. Ja, sie haben ja konstruktiv gehandelt und auch Vorschläge uns unterbreitet. Sie haben sich echt nicht... Genau, und in der Zeitung stand dann, dass wir uns mit ihnen verbrüdert hätten. Tja, also ich bin hier an dieser Stelle zu sagen, ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt doll verärgern, aber es ist auch widersprüchlich, was drinsteht. Ich habe mir gerade nochmal das Ende durchgelesen. Die ganze Hausgemeinschaft hat ihn aufgeräumt und gesäubert. Kundgebungen als Ausdruck der Meinung sind ausgezeichnet, aber nur solange die Demonstranten nicht beginnen, alle anderen zu stören. Bitte kümmern Sie sich darum, keine Ahnung, schicken Sie irgendeine Kommission. Und meine Möglichkeit ist, soll die Municipalität die Straßenreiniger gleich nach der Kundgebung schicken? Wir haben eine Kundgebung genehmigt, es steht keine weitere an. Warum sollen wir Geld ausgeben für etwas? Verstehe ich nicht. Also das ist der eine Teil. So ja. Dieses geht er jetzt schon davon aus, dass wir jetzt jede Woche irgendwie eine Massendemonstration haben, die so viel Müll vor seinem Haus verursacht. Und die zweite Frage, die sich mir jetzt gerade noch stellt, hat was mit der zweiten Antwort zu tun. Warum kümmern wir uns überhaupt darum? Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich mache es mir jetzt vielleicht schon wieder einfach, aber... Nee, ich finde das sehr gut, weil ich glaube einfach, der Mensch, also jetzt ist ja total hypothetisch, ja, aber der Mensch war angepisst davon, da lag ein bisschen Dreck rum, er hat aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, weil ihm das so, ne, hier, das war doof, wir wollen das nicht wieder...
Aber er hat die falsche Mücke ausgewählt, um sie zu einem Elefanten zu machen, weil nicht meine Zuständigkeit. Und wie sind die Demonstranten überhaupt auf den Hof gekommen? Ja. Also das müssen sie dann schon, müssen sie den Hof schon abschließen. Das funktioniert ja jetzt so nicht. Ich bin da ganz stark bei dir. Ich sehe nicht ein, dass wir in irgendeiner Form etwas hiermit zu tun haben. Sehr schön. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben die Bitte des Genossen Hase ignoriert. Nun müssen die Werktätigen selbst reinigen oder eben auf die Straßenfeger der Municipalität warten. Ja. Okay, das oder ist den jetzt Hof nicht... abschließen. Ja. Ja. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Ehrlich gesagt, Genosse River, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie etwas unternommen haben, aber die Geräusche sind immer noch nicht verschwunden. Ich kann weder schlafen, noch mich mit irgendetwas anderem beschäftigen. Ist es wirklich so schwierig, etwas gegen diese verdammten Lärmverursacher zu unternehmen? Sie sind für die Einwohner unserer Stadt verantwortlich und damit schließlich auch für mich. Seien Sie verantwortungsbewusst und machen Sie mit den Vandalen in meinem Haus kurzen Prozess. Ich zähle auf Sie, verdammt nochmal. Alistair Shallow. Jetzt wird er unverschämt, das reicht. Genosse Shallow ist ziemlich verärgert. Wir schicken jemanden von der Municipalität, um sich darum zu kümmern. Da kann man nichts machen. Wir schicken die Miliz. Ich möchte kurz in die Zeitung gucken. Das ist der. Das wollte ich dir gerade sagen. Das ist der Typ aus der Zeitung. Einer der Helden der Revolution. Ah ja, okay. Also das ist der Vater von, also einer der Helden der Revolution. Sollten wir nicht erstmal wen von der Municipalität schicken, um erstmal so grundsätzlich zu gucken, vielleicht reparieren die da unten ja auch nur irgendwas. Ja, ich bin hier auch für einen Mittelweg. Tatsächlich. Ich möchte nicht die Miliz dahin schicken. Das ist irgendwie falsch, weil wir haben schon so eine... Also wir gehen einfach davon aus, dass die Organisatoren der Gewerkschaft eventuell laut sind bei dem, was sie herstellen. Ich würde auch eher die Municipalität hinstecken, also die städtischen Dienste. Ich würde das nicht ignorieren. Heute ist der Feiertag, wo wir den Helden und so weiter und so fort. Er schreibt uns zum dritten Mal, er kann nicht mehr. Ich würde die Municipalität hinschicken. Ich auch. Da... Am entsprechenden Haus eingetroffene Vertreter der Municipalität waren sowohl von dem fluchenden alten Herrn Shallow als auch von dem vollständigen Fehlen irgendwelcher Geräusche unangenehm überrascht. Sie sind wahrscheinlich zu den normalen Tageszeiten hingegangen und der Lärm ist halt nachts. Ah, ist ein guter Punkt. Also wär jetzt so eine Vermutung. Ja... Aber gut, wir haben erstmal was gemacht. Wenn es dann immer noch nicht vorbei ist, kann er sich melden und die Miliz können wir immer noch hinschicken. Ja, meld dich einfach wieder, Genosse Shallow. An den genau. Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Guten Tag, Genosse Stadtoberhaupt. Meine Frau Magda hat eine interessante Idee vorgeschlagen. Warum sollten wir nicht einen stadtweiten Verkauf alter Bücher organisieren? Kinder können ein Buch, das ihnen gefällt, umsonst mitnehmen und Erwachsene können es billiger kaufen. Ich schlage vor, das eingenommene Geld wohltätigen Zwecken zuzuführen. Man kann zum Beispiel den Kindern aus dem Waisenhaus Geschenke kaufen, einen Fernseher oder neue Möbel. Wenn noch etwas übrig bleibt, kann man ein Neujahrsfest auf dem Platz der Kommune organisieren. Im Endeffekt werden alle von dem Verkauf nur profitieren. Ich sehe Ihre Antwort entgegen, hochachtungsvoll, Christian Kramer. Ich finde die Idee sympathisch. Bücher schmeißt man nicht weg, sondern gibt weiter, wenn sie... Von daher bin ich da gerade bei 1. Ja, finde ich auch gut und das kostet uns auch nur 1000, aber ich finde es eine sehr gute Idee. Und vielleicht bringt es ja auch was. Ja. Sie haben die Organisation eines Bücherverkaufs übernommen. Man geht davon aus, dass die erhaltenen Mittel wohltätigen Zwecken zugeführt werden. Darin liegt der Sinn, oder? Ja. Ja. Ja, in unserem Status sowieso. Ja.
An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Guten Tag, Genosse River. Gestern ist im Klaus-Wolfram-Hüttenwerk die Abwasserfilteranlage ausgefallen. Schade, sie galt einst als eine der fortschrittlichsten in der Gemeinschaft. Zum Glück konnte die Störung schnell behoben werden und es ist kein irreparabler Schaden an der Natur entstanden. Dennoch gingen bei uns Beschwerden von Anglerfreunden und Schwimmern, ehrlich gesagt war ich erstaunt, dass im September noch jemand badet, über die Verschmutzung des Wassers der Ester Groitz ein. Der Fluss sollte wirklich von den in ihm hinabgelangten Werksabfällen gereinigt werden, wofür wir Spezialisten aus dem Gebiet benötigen. Erstellen Sie bitte eine entsprechende Anfrage. Hochachtungsvoll, Jean Kippler, Vorsitzender des Komitees für Lebensunterhalt für die Stadt Eisen 1. Antwortmöglichkeiten. Ist sie blöd? Wasser schwemmt den ganzen Dreck selbst weg? Sollen sie selbst damit fertig werden? Wir werden die Anfrage an das Gebietskomitee schicken. Ich finde, das ist eine Frage fürs Gebietskomitee, weil wenn uns die Leute krank werden, bringt uns das auch nichts. Aber ich weiß, es kostet halt wieder Geld. Ja. Und es scheint ja ein Dauerproblem zu sein, dass Werksabfälle da reingeleitet werden. Wir müssen das nach... Ja. Also wir könnten noch mal auf die Karte unseres Staates gucken, ob noch andere Städte davon betroffen wären, aber es ist ein Fluss, der geht irgendwo hin. Wäre vielleicht blöd für die anderen Städte. Ja, es ist tatsächlich etwas, was aus unserem Bereich, der Fluss, ne, ist das Sinnbild dafür, dass es aus unserem Bereich rausgeht. Wir müssen es nach oben melden, auch wenn das jetzt Geld kostet. Nee, wir haben was. Kümmert euch drum. Besonders können wir ja auch sagen, es gab einen Schaden, es ist nichts Schlimmes passiert, aber also, ja. Wir haben euch keine Katastrophe eingehandelt, sondern eine kleine Geschichte, um die ihr euch kümmern müsstet. Und also ich schwanke zwischen 1 und 3. Und bei 1 allerdings würde ich mal kurz den ersten Satz da wegnehmen, sondern dieses, naja gut, das Wasser schwemmt es ja weg. Es ist ja jetzt ein einmaliger Fall, es ist alles wieder repariert, läuft weiter. Wir könnten also jetzt den Mantel des Schweigens darüber decken und gut ist. Aber vom Grundsatz her würde ich es eher ans Gebietskomitee schicken, falls dort irgendwas ist, wenn ja. Uns dann im Nachgang jemand sagt, hier ist Umweltverschmutzung und keine Ahnung, ihr habt uns nichts gesagt, gibt es nur Stress. Ja. Ich bin auch für 3, doch. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Wir machen 3. Die bürokratische Maschine der Gemeinschaft funktioniert nicht immer so schnell, wie man es gerne hätte. Das Gebietskomitee der Partei hat ihre Eingabe bearbeitet und sie befürwortet. Allerdings macht das Datum des Beginns der Arbeiten wenig Hoffnung. 11. März 1989. Das Stadtkomitee muss Baden und Angeln in der Ester Groitz untersagen. Die Bewohner der Stadt und des Komitees für Lebensunterhalt sind ihnen übrigens für den Versuch dankbar. Okay. Super. Also wir sind ganz normalen Dienstweg gegeben. Die Bewohner sind uns dankbar. Die kennen schon, wie langsam das geht. Ja, wir haben es nicht schlimmer gemacht. Wir haben es jetzt auch erstmal nicht großartig gelöst, aber nicht schlimmer gemacht. Das ist gut. Ja. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Guten Tag, Genosse River. Die neuesten Untersuchungen zeigen, dass Straßenbahnen das umweltfreundlichste, günstigste und bequemste öffentliche Verkehrsmittel sind. Nach dem aufmerksamen Studium der Ergebnisse der Arbeiten unserer glänzenden Wissenschaftler bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es an der Zeit ist, das städtische Verkehrssystem zu reformieren und habe den notwendigen Entwurf bestellt. Verständlicherweise sind hierfür erhebliche Mittel aus dem städtischen Haushalt erforderlich. Aber auf langfristige Sicht verbessert das neue Verkehrsnetz die Lebensbedingungen in Eisen 1 erheblich. Der Entwurf wurde gemeinsam mit Architekten aus Altstadt und Kempfors sowie Experten aus dem Bereich Urbanistik und Verkehrsnetze aus Covington entwickelt. Ich hoffe, dass der Umfang der geleisteten Arbeit Sie wahrlich beeindruckt und Sie die Durchführung der grundlegenden Arbeiten genehmigen. Hochachtungsvoll, Jean Kippler, Vorsitzender des Komitees für Lebensunterhalt für die Stadt Eisen 1. Alles schön und gut, aber Geld gibt es dafür nicht. Man hätte sich mit dem Stadtkomitee abstimmen müssen, bevor man irgendwas bestellt.
Eine gute Idee, aber dieses Projekt übersteigt den Haushalt. Man muss an das Gebiet schreiben. Ich würde gerne beides sagen. Geht mir genauso. Also grundsätzlich finde ich es auch interessant, die kommen wegen jedem Mist zu uns. Also es geht, selbst wenn es um Rohre in irgendeinem Museum geht, müssen wir eine Entscheidung treffen. Und hier wird so ein Riesenprojekt beauftragt und geplant und niemand sagt uns was. Möglicherweise geht das aber auch noch auf unseren Vorgänger zurück, weil wir sind ja erst seit 8 Tagen im Amt. Ja, das stimmt, ja. Auf dem Chat, Horstie merkt an, Ingenieure vom Feind. Nee, Covington ist einfach eine Stadt, die früher wahrscheinlich die Hauptstadt war von einem der Kaiserreiche, die jetzt innerhalb der Grenzen unseres großartigen Staates der Werktätigen liegen. Und es ist an sich auch ein schönes Projekt. Also es ist, da sind Wissenschaftler dabei, da sind Architekten aus unterschiedlichen Städten dabei. Wir wissen ja auch, dass es in unserer Stadt ein erhebliches Verkehrsproblem gibt und dass die Leute nicht schnell von A nach B kommen, dass die Straßen ständig verstopft sind. Wir würden viel weniger Öl verbrauchen, wenn wir eine Straßenbahn hätten. Und das Öl ist ständig knapp und wir brauchen das Öl eigentlich vorrangig für den Verkehr. Also wir könnten, glaube ich, viele Abläufe beschleunigen. Und wir sind im Programm der neuen Zukunft da. Und wir haben gerade wir haben gerade was gemeldet hier, Abwässer. Gebietskomitee hat gesagt, ja super, kümmern wir uns in 6 Monaten drum. So lange müsst ihr halt sperren. Ich gehe jetzt einfach davon aus, so hey, wir haben hier was Gutes, die hat tolle Sachen gemacht. Es geht hier voran, das ist zukunftsträchtig. Ja. Hä? Ja? Ja, ich finde gerade dieser Punkt mit dem Entwicklungsgebiet, na, dafür ist es gedacht. Ja, das stand in der Zeitung. Ja. Also in der Zeitung haben wir davon erfahren, dass wir Entwicklungsgebiet sind und jetzt sagen wir übrigens cool. Genau. Ich hoffe, dass wir dem Spiel auch dieses Argument liefern können, wenn wir jetzt auf den Sack kriegen, aber ich möchte 2 nehmen. Ja, ich auch. Alles klar. Zack, wir hauen hier die Entscheidungen raus, Leute. Sie haben eine entsprechende Anfrage an das Gebietskomitee geschickt. Wie zu erwarten war, hat man ihnen mit einer Absage geantwortet, wobei man sich auf den zu großen Umfang der Arbeiten berief. Dennoch rief ihr Versuch bei der Genossin Kippler Respekt hervor. Ja. Ja, schön. Ja. Also, dass nicht gebaut wird, war mehr oder weniger das Schlimmste, was passiert. Und jetzt aber wir haben niemanden verärgert. Es wurde nicht gebaut und wir haben niemanden verärgert damit. Wir haben es probiert und vielleicht fällt es irgendwem noch auf und oder wir können es in kleineren Umfang so nach und nach entwickeln. Mal gucken. Es klopft. Oha. Francis, da sind Besucher für Sie. Die Genossen Strasser und Kopper. Lassen Sie sie herein, bitte. Oh mein Gott, jetzt muss ich Strasser und Kopper lesen. Das wird lustig. Ich werde immer verwirrt. Guten Tag, Frank. Guten Tag, Genosse Strasser. Hallo, Ray. Hallo, Frank. Gute Arbeit gestern, Jungs. Danke, Genosse Strasser. Hier bringe ich die Vernehmungsprotokolle von der AIS und Materialien, die wir mit Rayen ausgraben konnten. Außerdem habe ich Auszüge aus meinem letzten Fall dazugelegt. Eventuell ist etwas Nützliches für dich dabei. Schau mal rein. Okay, das ist das, was wir schon kennen. Mhm. So, und jetzt sind wir wieder bei, ich fange hier bei Anlage 1 an, Ronald Rain. Oh, Anlage 1 kennen wir schon. Ergänzung 1 zur Anlage 1 zur Akte 8831 Nummer 182. Während der Festnahme leistete der Kommunade Ronald Ryan Widerstand, infolgedessen die Mitarbeiter der AIS genötigt waren, unmittelbaren Zwang anzuwenden. Auf der Kleidung des Verdächtigen wurden Blutspuren festgestellt. Die Analyse der Proben ergab, dass dieses Blut von Kommunade Rain und nicht von den Ermordeten stammte. Alles klar? Das hatten wir vermutet. Ja, Vernehmung. Brown, für das Protokoll. Die Vernehmung wird durchgeführt von Lieutenant Brown, AIS der Stadt Eisen 1. Es folgt eine
Tonaufzeichnung. Kommunade Ryan, Sie wissen, worum es sich, warum Sie hier sind? Weil man mich festgenommen hat. Ich helfe dir einfach okay. mal. Okay. Ist Ihnen bekannt, warum? Man beschuldigt mich eines Mordes, den ich nicht begangen habe. Kommunade Ryan, bislang sind Sie nur Verdächtiger. Festgenommen wurden Sie wegen Rowdytums. Ja, leere Worte von Bürokraten. Zu mehr seid ihr auch nicht fähig. Kommunade Ryan, wo waren Sie an den Mordtagen? Ich erinnere mich nicht. Wahrscheinlich habe ich getrunken. Sind Sie Alkoholiker? Bin Kriegsveteran. Sie weichen der Frage aus. Ich halte mich nicht für einen Alkoholiker. Aber Sie standen bei der Beratungsstelle unter Kontrolle. Ich stand. Kommunade Ryan, können Sie die Morde unter Alkoholeinfluss begangen haben? Frage. Jede Antwort von mir ist ohne Bedeutung. Haben Sie Zeugen, die bestätigen können, dass Sie getrunken haben? Weiß ich nicht. Hatten Sie Konflikte mit den Ermordeten? Ich habe sie nie getroffen. Aber Sie haben von ihnen gehört? Nach den Aussagen einiger Besucher der Bar, dessen Stammkunde Sie sind, haben Sie sich häufiger in negativer Weise über die Ermordeten geäußert. Ja, habe ich. Wie konnten diese Frischlinge etwas über den Krieg sagen, in dem sie nie waren? Wegen solchen wie diesen sterben nachher Menschen. Gab es etwa zu wenige Opfer unter den Covinien, Kentern und anderen während des vergangenen Jahrhunderts? Sollte nicht unsere Idee die Welt vom Kriegen befreien? Sollte. Aber wer erinnert sich jetzt noch daran? Die Politiker sollte man... Kommodade Rain, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dieses Protokoll an die politische Abteilung zur Untersuchung gegeben werden. Wenn nicht des Mordes, dann des Verrats? Werdet ihr einen Kriegsveteran beschuldigen? Ach, wer wollte es bezweifeln? Ich beschuldige Sie wegen nichts, Kommunade Ryan. Dazu habe ich keine Befugnis. Lassen Sie uns diese Farce beenden, Genosse Brown. Kommunade Ryan, Sie lehnen ab, die Aussage fortzusetzen? Ihr Schweigen kann gegen Sie verwendet werden. Ich lehne es ab. Für das Protokoll, die Vernehmung wurde durchgeführt von Lieutenant Brown, AIS der Stadt Eisen 1, Ende der Tonaufzeichnung. Okay. Ich glaube nach wie vor nicht, dass er es war. Ich auch nicht. Wir haben ihn an einem Abend, wo einer der Morde passiert ist, getroffen. Ja. So, 2. Das kennen wir, Vernehmung. Ich sprich wie ein Lieutenant, ja? Ja. Für das Protokoll, die Vernehmung wird durchgeführt von Lieutenant Cutterfield, AIS der Stadt Eisen 1. Es erfolgt eine Tonaufzeichnung, Kommunade Weiße. Sie wissen, warum Sie hier sind. Ich bin Verdächtiger in irgendeinem Fall, der mit Morden zu tun hat. Sie bestreiten Ihre Schuld? Ja. Sie bestreiten, dass Sie Ermordeten nicht mochten? Ja. Die Ermittlung verfügt über andere Informationen, Kommunade Weise. Wir haben Protokolle von den Sitzungen der Arbeitergewerkschaft des Klaus-Wolfram-Hüppenwerks, aus denen hervorgeht, dass sie sich gegenüber diesen Personen mit Verachtung und Hass verhalten haben. Es wurden solche Wörter wie Mistkerle, Verräter des werktätigen Volkes, korrupte Schweine und so weiter gebraucht. Ich kann meine persönliche Einstellung gegenüber Personen und meine öffentliche Haltung trennen. Sie waren an einer Schlägerei mit anderen Gewerkschaftsvertretern beteiligt, die ihre Haltung nicht geteilt haben. Das war eine Provokation. Dafür gibt es keine Beweise, Kommunade Weise. Aber die Tatsache der Abweichung ihrer Worte von ihren Handlungen ist offensichtlich. Das ist übrigens jetzt nicht so wichtig. Wo waren Sie an den Mordtagen nach der Arbeit? Ich habe das Recht, früher von der Arbeit zu gehen, als meine anderen Kollegen, da ich mich um meinen Vater kümmere. Er ist krebskrank. Wer hat Ihre Worte bestätigt? Mein Vater kann die Worte bestätigen. Die Aussage, näher Verwandter, kann nicht als ausreichender Beweis Ihrer Unschuld gewertet werden. Vielleicht gibt es noch jemanden? Ich weiß nicht. Warte, wo bin ich? Warte, ich, da. Danke. Ich weiß nicht. Ich verfolge Sie nicht. Das ist Ihre Arbeit. Wir haben Ihre Nachbarn befragt. Einige von Ihnen behaupten, dass Sie an diesen Tagen nicht zu Hause waren. Das ist eine Lüge. Das ist eine Verfälschung. Kommunade Weiße, behalten Sie bitte die Ruhe. Ich sag kein Wort mehr.
Sie suchen doch nur einen Sündenbock. Kommunade Weiße. Sie lehnen ab, die Aussage fortzusetzen. Ihr Schweigen kann gegen Sie verwendet werden. Ich lehne es ab. Für das Protokoll. Die Vernehmung wurde durchgeführt von Lieutenant Cutterfield, AIS der Stadt Eisen 1. Ende der Tonaufzeichnung. Okay. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!